Herzlich willkommen zu Teil 25 meiner Reise um die Welt mit dem Microsoft Flight Simulator. Ich begrüße dich auf meinem Kanal. Heute starten wir vom Flughafen Plockton, ein kleiner Airstrip im Norden Schottlands. Wurde 1966 eröffnet, 597 Meter asphaltierte Startbahn. Einzigen Einrichtungen am Flughafen sind die Vertrauenskasse, ein Hangar und eine Selbstbedienungstankstelle. Wetter heute sehr bewölkt und diesig. Regnet auch ein bisschen. Mit einem kleineren Flugzeug diesmal, weil die Landebahn, wir landen in Aachen-Aschin, ist diesmal sehr, sehr kurz. Bezeichnung des Flughafens EG29. Ja, wie üblich eine kleine Drohnenvorschau vorweg. Plockton, das kleine Dorf, von dem der Flughafen seinen Namen hat, befindet sich hier ganz in der Nähe. Und zwar am Ufer des Loch Caron, das ist dieser See, den ihr hier sehen könnt. Trotz des nördlichen Breitengrads hier ein mildes Klima durch den Nordatlantik trifft. Dadurch ist es möglich, dass hier die Cordyline Australis Palme gedeihen kann. Plockton wurde als geplantes Fischerdorf am nördlichen Rand des Loch Alch gegründet. Das ist ein Ferienort. Hier wurden auch verschiedene Fernsehserien gedreht. Hamish Macbeth mit Robert Carlyle, die das fiktive Loch Dub ersetzt. Verschiedene Szenen in dem Film The Vicar Manhunt mit Christopher Lee. Und die Fernsehserie Inspector Alan Mysterious wurde hier auch gedreht, um den Ruf des Dorfes zu fördern. Ja, für das Wetter kann ich nicht, das ist Schottland. Hier kann man ja auch öfter mal Regenbogen sehen, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, die hier eigentlich immer herrscht. Also überdurchschnittlich viel Regen auch. Und ich fliege lieber bei Live-Wetter, weil das gibt einem ja, irgendwo ein echteres Gefühl auch. Hier kommen verschiedene Fotos von der Umgebung auch. Die Quellennachweise habe ich natürlich unten in die Videobeschreibung reingepostet. Vergleich das mal, das ist wirklich unglaublich gut getroffen. In dem Dorf gibt es einen kleinen Gemischwarenladen mit einem Café, einem Imbiss, Restaurant, Zeitungsladen, Kunsthandwerksladen, drei Hotels mit Pubs, eine Bibliothek mit kostenlosen Internetzugang und ein Gemeindehaus, an dem Gemeinschaftsveranstaltungen und Kunstausstellungen stattfinden. Ihr schaut euch das an, das Foto, das sieht doch eins zu eins so aus. Und gleich auf der rechten Seite ein kleines Schloss, wurde im vorletzten Jahrhundert erbaut. Wirklich gut getroffen, obwohl es nicht zu den Sehenswürdigkeiten hier im Flugsimulator zählt. Ja, der Loch Caron. Zwischen 20 Meter und 100 Meter tief. Ja, hier nochmal eine Beschreibung von dem Duncraig Castle 1866. Erbaut, schottischer Kolonialstil. Ja, also der Loch Caron hat hier die Flammenschalen. Eine kleine Salzwassermuschel, ähnelt der Jakobsmuschel. Und ist hier mit über 250 Millionen ja, Einwohnern, sagen wir es mal so. Die größte Population der Welt. Obwohl die eigentlich im Atlantik vorkommt. Steht deswegen auch unter Naturschutz, dieser ganze See. Also ein großer Teil davon. Fischen ist aber trotzdem erlaubt. Ganze Gegend, wie vieles in Schottland,
lebt übrigens hier auch von Tourismus. Da war nochmal ein kleines Panorama von der Umgebung bei schönem Wetter. Ja, die Gegend hier ist sehr dünn besiedelt. Also es sind einige Dörfer zwar verstreut hier in der Umgebung zu finden, aber sehr, sehr dünn besiedelt. Die Dörfer hier ploppen 400 Einwohner knapp. Nächste Dorf hat noch weniger, wo wir hinfliegen. Hanashin, 41 Einwohner, also nicht wirklich viel. Auch das übrigens hier Meerwasserarme, ne? Also das ist kein richtiger See. Gegend immer wieder faszinierend, wie toll das hier umgesetzt ist und dargestellt ist. Flugzeug hat große Glasflächen, da kann man auch mal von innen fliegen. Bei einigen Modellen ist es ja kaum möglich, was zu sehen, nach draußen oder nach vorne. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder Vorschläge, was du mal sehen möchtest oder was sich ändern könnte, schreib es doch mal in die Kommentare. Würde mich auch über ein Like freuen, wenn es dir gefällt. Oder ein Abo, damit du den nächsten Teil nicht verpasst. Eine langgezogene Straße. Ja, die Flugstrecke sind insgesamt 41 Kilometer. Teilweise ein bisschen gekürzt. So viel gibt es hier leider nicht zu erzählen. In meinen anderen Teilen, da könnt ihr teilweise echt viel, viel mehr erfahren über die Umgebung, über die Sehenswürdigkeiten. Wobei ich das hier auch sehenswert finde. Ja, also, es ist schon schön. Ups. Man sollte auch aufpassen, wenn man aus dem Fenster rausguckt. Ja, was ich so interessant finde, aber auch, ja, nicht nur immer die Touristengebiete besuchen. Auch mal Gegenden, die keiner auf dem Schirm hat, wo man echt, was man vielleicht noch nicht mal im Fernsehen gesehen hat. Ja, die Inseln die Shetlands und so, wo kaum jemand ist, wenn man sich da vorstellt, wie die Leute da leben. Ich finde auch das hier ist es wert, mal gesehen zu werden. Unglaublich viele Wolken. Wird ja auch höher fliegen, aber von da oben, da seht ihr im Moment nichts. Überall hier so kleinere Berge. Höchste Umgebung hier bei Ahnaschin, habe ich gelesen, 990 Meter irgendwas. Ahnaschin wird natürlich der Startpunkt meines nächsten Teils, wo ihr dann auch wieder mehr über die Umgebung hier, also über die direkte Umgebung erfahren könnt. Ich hoffe, dir gefällt das, wie ich das hier mache. Bin halt nicht die Flugkünstlerin, ja, also will ich mich auch gar nicht rühmen. Aber vielleicht mal so eine kleine Entdeckungsreise mit mir. Und da freue ich mich, dass du hier dabei bist. Ich habe ja schon mal erwähnt, die ganze Welt ist hier dargestellt.
Da hinten befindet sich auch schon die Landebahn. Vom Aachener Schienen-Airstrip. Dieser Flugplatz wurde 2009 gegründet. 276 Meter Landebahn. Unglaublich, wie das spiegelt in den Gläsern, ne? Also in der Scheibe. Ja, 276 Meter, extra langsames Flugzeug genommen. Aber war vielleicht doch ein bisschen kurz. Das war auch schon das Ende dieses Teils. Würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Danke fürs Zuschauen. Bisschen durch den See, nur gut, dass ich nicht untergehe. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao.